Alles, was Pflanzen zum Wachsen brauchen, holen sie sich aus dem Boden. Das gilt für einen Baum, eine Sonnenblume oder auch eine kleine Grünpflanze. Wo man immer und immer etwas herausholt, ist irgendwann absolute Leere. Doch hier hat sich die Natur einen Trick einfallen lassen. Und der funktioniert so. Pflanzen wachsen und tragen Früchte. Dazu ziehen sie über ihre Wurzeln Nährstoffe aus dem Boden. Im Herbst verwelken die Blumen wieder und das Laub fällt hinunter. Kleinste Lebewesen fressen die abgestorbenen Pflanzen und scheiden Nährstoffe wieder aus. Im Frühjahr beginnt das Ganze von vorn. Pflanzen wachsen wieder, tragen Früchte und so weiter. Aus abgestorbenen Pflanzen werden also wieder Nährstoffe. Auch bei uns zu Hause gibt es jede Menge natürlicher Abfälle. Meistens hier in der Küche. Essensreste wie zum Beispiel Knochen, Fisch, Gemüse oder Obstreste. All das werfen einige in die Biotonne. Andere tun einen Teil auf den Kompost. Was auf dem Kompost mit den natürlichen Abfällen passiert, seht ihr jetzt in einem Versuch. In diesem Glas findet ein Zersetzungsprozess statt. Kleinste Lebewesen haben den Apfel einfach weggefuttert und daraus wieder fruchtbare Erde gemacht. Der Plastikbecher schmeckt ihnen nicht. Ah, da ist Karl, der Kompostwurm. Er wird uns zeigen, was auf den Kompost gehört. Äpfel, Möhren, Bananenschale. All das hat Karl zum Fressen gern. Gegenstände aus Plastik oder Metall lassen Karl vollkommen kalt. Fleisch, Knochen und Fisch kommen nicht auf den Kompost, denn Karl hat ungeheure Angst vor Ratten. Aber wie legt man eigentlich einen Kompost an? Nun ja, das ist eigentlich ganz einfach. Karl mag keine Sonne. Also muss der Kompost an einem Platz mit viel Schatten sein. Oh, da kommen auch schon die anderen Kompostbewohner. Unsere Freunde brauchen Feuchtigkeit und verschiedene Abfälle. Ganz unten füllt man den Kompost einfach mit Erde. Dann kommen Laub und ein wenig Wasser hinzu. Dann ein wenig Gras und Heckenschnitt dazu. Und obendrauf unsere Obst- und Gemüsereste aus der Küche. So fühlen sich unsere Kompostfreunde pudelwohl. Winzige Bakterien und Pilze fressen und fressen die kleinsten Teile. Alfred die Assel und Tauli der Tausendfüßer fressen die größeren Teile. Mann, haben die Hunger! Karl stürzt sich auf den vorbereiteten Abfall, denn der schmeckt ihm am besten. Karl durchmischt mit seiner Power das gesamte Material. Und sein Kot, der liefert eine Menge Nährstoffe für unsere Pflanzen. Wir haben also fruchtbare Komposterde. Und das ist noch nicht mal schwer. Wir müssen nur unsere Kompostfreunde ordentlich füttern. Das klappt auch mit dem Bioabfall in der braunen Tonne. Dafür kommt die Müllabfuhr. Hepp und rein damit. Zurück die leere Tonne und weiter geht's. Wenn die Tonnen geleert sind, geht es zur Bioabfallbehandlungsanlage. Ganz schön viel Bioabfall.
Da sind Bananenschale, Grasschnitt und so weiter. Das Ganze wird gesammelt und kommt in diese Boxen, die der Fachmann Fermenter nennt, für etwa 4 bis 6 Wochen. Hier entsteht ein brennbares Gas. Man nennt es Biogas. Und das wird verbrannt, und zwar direkt hier im Blockheizkraftwerk. Genau in diesem Verbrennungsmotor. Dabei entsteht Strom für viele Haushalte und die Anlage selbst. Wärme kommt auch noch dabei heraus. Der Rest aus den Boxen sieht schon gar nicht mehr aus wie Müll, fast wie Erde. Für den nächsten Schritt fehlt noch etwas, und zwar Pflanzenabfälle. Die werden hier zerkleinert und mit dem Material aus dem Fermenter in diese Rotteboxen getan. Das Ganze wird nochmal für eine Woche gelagert. Man nennt diesen Prozess Hauptrotte. Nach dieser Woche wird das Ganze nochmal gelagert. Für etwa 2 bis 4 Wochen in diesen Kompostmieten. Man nennt diesen Prozess Nachrotte. Der Mietenumsetzer wirbelt das Material ordentlich durcheinander. Puh, das dampft aber. Das Ganze wird also prima durchlüftet. So können winzige Bakterien wieder arbeiten. Nach den 2 bis 4 Wochen kommt das Material aus den Kompostmieten in diese Maschine. Hier wird nochmal gesiebt, um die groben Stücke wie Äste zu entfernen. Das Ergebnis? Kompost. Aus dem Bioabfall ist fruchtbare Komposterde geworden. Oder bester Dünger für Felder. Da ist auch schon der Landwirt. Ist die Komposterde erst einmal eingearbeitet? Bleibt der Boden locker und die Pflanzen sind für die Ernte im kommenden Jahr bestens mit Nährstoffen versorgt. Das funktioniert natürlich auch im eigenen Garten. Also leg doch selbst einen Kompost an. Schau dir an, wie die Pflanzen mit Hilfe natürlicher Energie wachsen können. Natur kennt keinen Abfall. Und denk daran, die Umwelt geht uns alle an.